Wir haben ja hier immer ein offenes Mikro und wir haben noch immer noch Besuch, der will gar nicht mehr nach Hause. Unser Ulrich aus München, der sonst immer auf der Mahnwache in München ist. Ich habe gehört, mittlerweile gibt es glaube ich zwei Mahnwachen sogar in München. Moment. Und ja, ich wollte gerne noch mal ein paar Worte an uns richten. Ja, danke. Grüßt euch alle miteinander. Also montags möchte ich nicht nach Hause, ansonsten möchte ich gerne nach Hause, aber ich bin noch zwei Wochen hier von der Arbeit her. Ich wollte erstmal nochmal anschließen an das gerade angesprochene Thema. Ich war in Berlin nicht dabei. Es geht mir eigentlich noch generell darum, um unser Selbstverständnis und um unsere Möglichkeiten zu argumentieren. Wenn der Zentralrat der Juden, jetzt unterstelle ich mal, dass das so war, dass der uns angreift als Antisemiten, ja? Wenn der Zentral, also wenn jüdische, angebliche jüdische Interessenvertreter die Friedensbewegung diffamieren als Antisemitismus und das in die Nachfolge des Faschismus stellen, ja, dann muss man ganz klar sagen, dann relativieren sie das Verbrechen des Holocaust. Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Ich denke, wir müssen aus der Defensive raus, wir müssen uns hierfür nichts rechtfertigen. Was hier geschieht, ist Diffamierung, das ist an sich auch illegitim. Denn jemand, der uns des Antisemitismus bezichtigt, soll dies bitte belegen, und das ist nicht belegbar. Und wenn das Leute in der Nachfolge des Holocaust, also praktisch aus dem Verständnis tun, den Holocaust zum Holocaust zu ermahnen und das ernst zu nehmen, und sie haben uns dann als Widersacher, sie bezeichnen uns als Antifaschisten, als Antisemiten, Entschuldigung, dann relativieren sie das Problem des Antisemitismus, ja, zum Beispiel auch in der Ukraine. Und diese Leute sind damit nicht legitime Interessenvertreter der Juden, oder sie sprechen sich selber das Recht ab. Wir müssen uns nicht rechtfertigen. Ich halte es auch für wichtig, dass man das, dass wir da rausgehen, sondern dass wir ganz klar sagen, hier geschieht Faschismus in dieser Gesellschaft, und zwar bei den konventionellen Parteien in wesentlich stärkerem Maße. Heute müssen sich SPD, Grüne, Linke, CDU, CSU, FDP rechtfertigen. Gut. Ich wollte noch einmal anknüpfen an das, was ich das letzte Mal gesagt hatte. Ich habe angesprochen die Thematik der Freimaurer. Und es sind einige Reaktionen gekommen, es sind einige ja, bedrückende Geschichten erzählt worden, sind mir zu Ohren gekommen. Es gibt natürlich die Freimaurerei in der heftigen Form. Es gibt Leute, die sind in Logen und sind in mächtigen Positionen und spielen ganz offenkundig ein falsches Spiel. Wissentlich, ob freiwillig oder nicht freiwillig. Was mir aber an der Stelle noch wichtig war zu sagen, in Bezug auf meine Botschaft, mir ging es gar nicht so sehr um die Leute, die jetzt eigentlich aus unserer Lebenswelt relativ fern sind, die als Agenten vollkommen falsch gewickelt sind, sondern mir ging es um die vielen Leute auch von ganz anderen Organisationen, die vielleicht auch gar keinen Schwur in diesem Sinne abgeliefert haben. Vielleicht sind es Burschenschaftler, die meines Wissens keinen Gehorsamsschwur geliefert haben. Das ist eine ganz andere Welt. Vielleicht sind es andere Organisationen, aber es gibt von diesen Organisationen ganz viele Leute, die letztendlich sich trotzdem der höheren Macht in irgendeiner Form offen oder subtil verpflichtet haben. Und diese Leute leben Seite an Seite mit uns, reden nicht über das, über die Welt, in der sie leben. Und was ich für wichtig halte, ist, dass wir uns von diesen Leuten nicht separieren. Dass wir eigentlich all diese Leute, die nicht komplett gegen uns arbeiten, die nicht komplett links sind, also auch Bundestagsabgeordnete, Politiker, von denen wir erkennen, dass irgendwo noch ein Rest an Authentizität dabei ist, die natürlich trotzdem das ein oder andere Mal falsche Sachen machen müssen, dass wir nicht gegen diese Leute kämpfen, dass wir sie nicht als unsere Gegner begreifen, sondern als potenzielle Verbündete. Es geht allein darum, dass wir verstehen, dass wir umgeben sind von Leuten, die, ohne es offen zu sagen, auf der anderen Seite stehen.
Ich wollte an der Stelle auch nochmal an das Bild von der Kuh auf dem Eis erinnern. Die Kuh auf dem Eis, die steht für ein Problem, das wir haben, das schwer zu lösen ist. Und ich glaube, wir stehen ganz schön in der Scheiße, um es mal so offen zu sagen. Das ist die Kuh auf dem Eis. Und wenn man die Kuh vom Eis holen will, das Eis ist das Problem, aber wir lösen das Problem definitiv nicht, indem wir das Eis beseitigen. Nein, das Eis ist kurioserweise in dem Fall auch unsere Lösung. Das heißt, wir müssen ganz, ganz behutsam mit dem Eis vorgehen. Das heißt, ganz allgemein für unser Selbstverständnis, unsere gegenwärtige Situation ist unsere Ressource, einschließlich all der Systeme, von denen wir umgeben sind. Das heißt, ein Systemwechsel ist im Augenblick kaum unsere Chance, sondern eine Heilung des Systems. Das heißt, ein Wachsen eines Selbstverständnisses, dass das Volk in seinem eigenen Interesse arbeitet, eigentlich ganz egoistisch, die Idee zu verbreiten, das ist unsere Chance, um die Leute, die uns umgeben, die auf der anderen Seite stehen, absichtlich oder unabsichtlich, aber sie sind dort irgendwie hingekommen wie die Kuh aufs Eis, dass wir diese Leute ganz, ganz vorsichtig und behutsam und friedlich, das ist für mich die Bedeutung von Frieden, ja, zu uns holen. Und der Frieden als eine warme Ausstrahlung, als eine liebende Ausstrahlung ist das Werkzeug dafür. Das ist eigentlich eine Strategie, um es ganz einfach zu sagen. Das ist nicht, dass wir irgendwie nichts auf unser Leben halten würden, dass wir alle so lieb haben, sondern das ist einfach eigentlich eine Art von Zielstrebigkeit, die sehr beharrlich und gutmütig ist. Ja, vielen Dank, das war's, was ich sagen wollte. Ja, super, danke Ulrich. Und nächste Woche wieder, ja? Einmal noch. Super. Ja, ich möchte nochmal mich riesig bedanken bei dem Marktstand Zobel. Die stehen also wohl hier auf dem Braunschweiger Markt jede Woche. Und die haben jetzt schon mehrfach uns Blumen hier zur Verfügung gestellt zum Verschenken. Hier stehen noch mehr Sachen. Hier steht auch Obst, Gemüse zum Verschenken. Hier sind verschiedene, ich sehe Babysachen, Kleidungsstücke, Bücher. Wir haben auch, die Bücherkiste ist jetzt gerade nicht da. Aber alle die Sachen, die hier stehen, sind zum Verschenken. Das heißt, wir stehen auch hier für eine neue Art von Gemeinschaft, für eine neue Art von Qualität untereinander und das ist mal ein Riesenzeichen dafür. Vielleicht nochmal einen Applaus für jeden Spender. Ich finde das total klasse. So, jetzt bin ich